kommen zu einer weiteren Ausgabe von diesem Format, wozu mir kein Name einfällt. Heute schaue ich mir an The SpongeBob SquarePants Movie Rewrite. Da haben viele SpongeBob-Schwammkopf-Fans die Szenen des originalen SpongeBob-Schwammkopf-Films nachgemalt mit neuer Animation. Und wem habe ich Proviant dabei? Keine Trolley-Haie, aber dafür Monster Energy Nitro. Das Geilste ist nicht der Geschmack, sondern die Farbe. Guckt euch dieses leuchtgrüne Grün an. Und extra scharfe Pringles. Oh yeah, die sind super scharf. Trolley-Haie habe ich auch wieder, aber in diesem Video werde ich sie nicht benutzen. Also dann, hoffentlich werden meine Erwartungen erfüllt. Auf geht's! Also ich weiß auf jeden Fall eins, beim nächsten Mal nehme ich wieder die Trolley-Haifische. Der Proviant ging zu schnell weg. Ich habe jetzt den ganzen Film gesehen und ich muss sagen, wundervoll, eine der schönsten Erfahrungen aller Zeiten, wirklich. Man spürt den Geist des ersten SpongeBob-Schwammkopf-Filmes. Die Animationen hier waren sehr gut und gute Easter Eggs gab es auch. Ja, beim nächsten Mal werde ich es mit einem nicht so schönen Film zu tun haben. Mit der Golden Filmversion von Tarzan. Ich weiß jetzt schon, dass das scheiße wird, aber heute habe ich eine wunderschöne Erfahrung gehabt. Und da das von SpongeBob-Fans gemacht wurde, möchte ich eins zum Schluss noch sagen. Wir wissen nicht, was nach dem Tod passiert, aber hoffentlich geht es jetzt Steven Hillenburg gut. Ruhe seine Seele. Das war's dann. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.